Ich bin satt. Wow. Und die Krieger Chin. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Ami? Sie diese Typen noch zu fassen? Naja, den Sonnenaufgang will ich nicht skippen. Ich will mal auf meine Tierliste gucken. Tatsächlich. Von 23 auf 29, also... Ja, sind wir auch wieder um 5,5 gestiegen. So. Die nächsten beiden Quatschmacher waren hier oben irgendwo. Beziehungsweise nicht ganz. Einer war, glaube ich, da unten irgendwo. Aber ich weiß, einer war hier. Was auch immer die Hühner hier oben macht, zu suchen haben. Wow, sehen wir diese Karpfenfahnen an. Die sehen bestimmt cool in einer starken Brise aus. Aber so ganz ohne Wind sind sie ein trauriger Anblick. Ah, die kann ich nachher mit Wind verändern, dass ich drauf rumspringen kann. Das ist natürlich cool. So funktionieren dann wahrscheinlich auch die Fahnen draußen. Wo ich ein paar Mal rumgesprungen bin. Ja, du kriegst auch Fleisch. Frisst dich voll dran. So, wieder 10 Glück. Ich bin satt. Und die Krieger Co. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Ami? Und wegrennen. Sind diese Typen noch zu fassen? So, wie sieht's mit Aufwertung aus? Kann ich gerade nichts? Ich weiß nicht mal wirklich, was es noch bringt, die Börse aufzurüsten. Wo überhaupt das Ende ist. Gut, das war der Teil hier. Ich will keinen Abflug nach unten machen. Oder? Doch will ich, weil hier oben ist der nächste. Aber ganz ehrlich, mal ein bisschen Abwechslung. Kampftyp. Ah, du bist der weiße Wolf, den ich in Kamiki gesehen hatte. Ich bereise das Land, um die göttlichen Lehren von Buddha zu verbreiten. Es scheint so viele Orte zu geben, die Buddhas Hilfe brauchen. Ich spüre es auch hier, eine unheimliche Kälte in der Luft. Du musst ihm immer wachsam sein, wie jetzt, hinter dir. Hallo, schneide! Schneide, habe ich gesagt! Sehr schön. Nom,
Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit, aber ich sah es. Der Kampf hat genau 34 Sekunden gedauert. Ich spüre auch hier eine unheimliche Kälte-Konzentration. Sieh genau hin. Und da, gleich hinter dir. Schneide! Okay, das war nicht gut. Menschen kriegen solche Kämpfe nicht zu den Kampf. 29 Sekunden. Okay, in wie vielen Sekunden muss ich den Kampf schaffen, bitte? Menschen kriegen 26 Sekunden, okay. Ich weiß eigentlich nicht, in wie viele Sekunden ich den Kampf schaffen soll, bitte. 25? Das ist ja fast unmöglich. Vor allem, wenn der Pinsel nicht das macht, was ich gern möchte, dass er macht. Zum Beispiel Susanoo-Haken. Das macht er komischerweise, der Pinsel. Na gut, ich könnte mit einer Bombe noch cheaten. Okay, der ist jetzt explodiert. Wie lange hat das jetzt gedauert? Du kämpfst gut. Ich mag mich dem Farbbonus gegeben haben, aber deiner göttlichen Macht beizubringen ist immer eine Erleuchtung. Also in 25 Sekunden muss man den Kampf schaffen. Hm. So, den nächsten Vielfraß füttern. Jo. Wieder 10 mehr Glück. Ich bin satt. Schön für dich, grüner Hund. Hunde Krieger Ray. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Abi? Sind diese Typen noch zu fassen? Hey Ami, wie viel von diesen Hundekriegern war das jetzt? Vielleicht sollten wir mal mit Fusehime reden. Eigentlich fehlt noch einer.
Müssen wir Susano als Ersatz nehmen? Ach ja, bevor ich mit der Fusihime rede, reden wir mal mit den Leuten. Bonfa, weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde vor diesem Monster aufgefressen. Ich bin mir sicher, das ist der Grund, warum der göttliche Wind nicht mehr bläst. Monster haben den Windschrein angegriffen, verstehst du? Die Macht des Gottes von dem Schrein wird immer schwächer und schwächer. Der göttliche Wind ließ immer die Windmühle sich drehen, wie ein guter Zauber. Aber das ist noch nicht alles. Bei Priestern fällt mir ein, Fusime ist so bewundernswert. Weißt du, es ist seit langem die Aufgabe ihrer Familie, den Schrein zu beschützen. Obwohl sie jetzt ganz alleine ist, hält sie weiter durch und vergießt keine Träne. Es ist also schade, dass ihr niemand bei ihrer schweren Aufgabe hilft. Oder wie siehst du das? Gleichwohl. Wie lange wird das noch so weitergehen? Das Dorf Kusa ist berühmt für seinen göttlichen Wind. Und jetzt, da er aufgehört hat zu wehen, stecken wir alle schrecklich in der Klemme. Der Wind ist unser Leben und ohne ihn ist die Luft schlecht. Oh, gibt es denn wirklich gar nichts, was man tun kann, wenn ich so darüber nachdenke? Dieser Nachfahre von Nagi soll doch hier sein, oder? Vielleicht wird er sich für uns um das Monster kümmern. Ich bin mir sicher, dass der Wind erst dann wiederkommt, wenn dieses Monster weg ist. Zumindest hoffe ich das. Wie lange wird es noch so weitergehen, ja? Wir sagen nichts Neues mehr. Hast du auf der Taka-Ebene ein marodes Haus gesehen? Das alte Paar dort hatte als letztes Bambuswaben bestellt. Anscheinend wollten sie plötzlich einen Vogelkäfig haben. Sie hatten Tiere immer gehasst, deshalb ist es komisch, dass sie auf einmal ein Haustier haben wollen. Ja. Okay. Es gibt hier ja auch noch Häuser zum Reingucken. Sollte ich mal reingucken in die Häuser noch? Ein bisschen Essen. Für ein paar Yen. Da hat sich ein Yen versteckt gehabt. Ja, also die alten Leute haben einen Vogelkäfig. Haben sie ihn wahrscheinlich mitten in ihrem Haus vergraben oder so. Ja, erst bei das Haus da oben. Hier ist nichts, was wir zerschneiden können. Dann, wenn wir nichts zerschneiden können, geht das zerschneiden. Dann, wenn wir was zum zerschneiden wollen, geht es meistens nicht. Das Spiel ist doch manchmal echt freundlich. Diese Stadt sieht aus wie dieser schläfrige Bär. Eigentlich sieht das Gesicht sogar noch mehr nach einem Bären aus als beim echten. Frau Pflaume, was nun? Ein Wolf? Ein weiterer nicht zahlender Kunde? Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Der Typ, der neulich kam, ist die totale Katastrophe. Ich ließ ihn rein, weil er behauptete, er sei ein Nachfahre von Nagi. Aber er ist gar kein Monstertöter. Er schläft den ganzen Tag im Wald. Und er macht schrecklichen Lärm in der Nacht, wenn er im Schlaf schreit. Vielleicht kannst du versuchen, ihn für mich zu verjagen. Exorzismus S. Ja, warum habe ich gewusst, dass das klappt mit dem Auge? Naja, gut. Das würde wahrscheinlich jeder gleich probieren, der das Teil sieht. Sag bloß, der Bär ist am Leben. Ja, hier alles erstmal kaputt machen. Jo. Ufa.
Du musst erst anklopfen. Kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Ova, ich sagte doch, du sollst warten, bis ich fertig bin. Und jetzt raus hier, oder ich schreie. Ova, ich sagte doch, du sollst warten. Und jetzt raus hier, oder ich schreie. Okay. Die ist ja gerade nett. Da geht's nirgends hin. Das heißt, wir gehen wieder raus. Und gehen mal wieder zurück zum Schrein. Um herauszufinden, dass uns immer noch einer fehlt. Dum-di-dum. Oh. Hey, Ami. Dieser Flussack starrt uns finster an. Ich glaube, er hat deinen Hundesucher bemerkt. Hm, was ist das? Meine Herrin Fusehima hat mich gerufen. Aber erst möchte ich eine meiner Fähigkeiten ausprobieren, an der ich gearbeitet habe. Hast du das gehört, Ami? Fusehima hat mir verboten, an sinnlosen Kämpfen teilzunehmen. Aber ich will testen, ob du diesen Hundesucher zurechtträgst. Warum sagt ihr so das? Du magst es? Du hast wirklich Mut, einen Kampf mit uns zu wollen. Nun gut, komm schon, du Flohsack. Stimmt's, Fake Null? Kampf beginnen? Ja. Genau, da gibt's nur eine Antwort drauf. Ich weiß nicht, wer dieser Flohsack ist, aber er wird eine Überraschung erleben. Ja, neuer Gegner. Au! Okay, er kann reinhauen. Wir können ihn aber auch fertig machen. Ja, Zeit und Schaden. Ich sehe ein würdiger Gegner. Lass uns wohl kämpfen, wo wir mehr Platz haben. Hast du das gehört, Ami? Das wird lustig. Diesmal wird es ernst gemacht. Los, zeig uns, was du drauf hast, Flohsack. Wenn wir mit dir fertig sind, wirst du dir wünschen, du wärst gleich zu Fusehime gegangen. Hey, warte mal. Wenn du von Fusehime, wenn er von Fusehime gerufen wurde, dann... Vielleicht ist er ein weiterer der Satomi-Hundekrieger. Hundekrieger Tai. Jetzt habe ich genug mit dir gespielt. Nun wirst du die Wut der Satomi-Kugel der Macht zu spüren bekommen. Satomi-Kugel der Macht? Mann, jetzt zeig uns schon, was du drauf hast, Flohsack. Wir haben keine Angst. Oh, Tai. Ich dachte, ich hätte etwas hier draußen gehört. Ihr beide seid doch nicht am Kämpfen, oder? Hä? Kämpfen aber natürlich nicht. Nur ein kleines freundschaftliches Raufen. Irgendjemand hat doch nur einen Kratzer. Hm. Und zumindest haben wir jetzt 5 der Satomi-Kugeln der Macht. Aber ihr wart böse, Wauwaus. Warum seid ihr nicht direkt nach Hause gekommen, als ich euch rief? Hey, Fusehime, was wird das für Satomi-Kugeln der Macht? Jeder Satomi-Hundekrieger trägt die Kugel einer anderen Tugend. Die Satomi-Kugeln der Macht sind die größte Schatz des Hauses Satomi. Ich brauche die Kugeln, um die Sperre von Rothem durchbrechen zu können. Aber die Hundekrieger hören nie, wenn ich sie rufe. Und 3 von ihnen fehlen noch immer. Ich befürchte, ihnen könnte etwas zugeschossen sein, aber es gibt niemanden, den ich aussenden könnte, ihnen zu helfen. Hey, was soll dieser Blick, Lady? Okay, ich habe verstanden. Wir werden den Rest auch noch finden. Immerhin hatte ich ja gesagt, wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ihr wunderbar, ich stehe für immer in eurer Schuld. Ich kenne die ungefähren Aufenthaltsorte der verbleibenden 3 Hundekrieger. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Ach du meine Güte, zurück nach Nippon also. Mhm. Du hast den Hundesucher. Sie werden hierher zurückkehren, wenn du ihnen den Hundesucher zeigst. Natürlich nur, wenn sie nicht verletzt sind oder noch Schlimmeres. Bitte beeil dich. Wir müssen die Kugel der Macht bekommen und die Sperre überwinden. Ja. Erst einmal aber im Gleichschritt zum Save Point.
Ich wünschte, manchmal mit diesen Dingern könnte man auch irgendwo hinreisen. So, speichern wir erfolgreich. Und wir machen einen Cut. Also, bis gleich.